Hallo meine lieben Zuschauer, so, da sind wir wieder. Ja. Och nein, da fliegen schon wieder so eine Viecher rum, ey. Ach, Kacke, ey. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. In die Richtung. Und ich muss mich mal ein bisschen beeilen, da ich ganz ehrlich gesagt nicht weiß, wie lange ich hier draußen okay, jetzt habe ich weitere 5 Minuten, 21:33 war das, ne? Ja, habe ich jetzt. Zeit. Ah, fuck, ich habe gar keinen Bock, mich jetzt hier draußen aufzuhalten. Oh, fuck. Oh, oh. Ach, jetzt bin ich tot. Oder? Oh. Oh. So, kann ich jetzt... Nein, kann ich nicht. Okay. So. Ach, fuck. Okay, gut. Mist. So, ich muss jetzt in die Richtung dort. Oh. Jetzt hier irgendwie an der Wand halten. So. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe keine Ahnung. Ach, Scheiße. Ah, jetzt bin ich... Ach, wo muss ich jetzt hin? Ja, Moment mal, wenn ich jetzt aber... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber... Wo muss ich denn... denn jetzt hin? Hier... Da muss ich irgendwie nach unten, aber... Wo? Wo kann ich runter, ohne drauf zu gehen? Ja.
kann hier doch... Ja, aber ich kann hier doch nirgendwo runter. Tut mir leid, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, von hier bin ich ja gekommen. Ja, aber... Ich verstehe jetzt nicht. So, ich begreife jetzt aber nicht, wie ich jetzt dahin komme, wo ich jetzt hin soll. Für mich sieht das aus, als ob das unterirdisch wäre. Auch nicht hoch. So, wenn er jetzt... Ja, da geradeaus weiter. Okay, gut. Jetzt nach da. Gut. Ja gut, kann ich nicht knacken, aber ist ja jetzt auch egal, aber er kann ja wohl nicht kaum hier rein, ne? Graf ich nicht, tut mir leid, aber verstehe ich jetzt nicht. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Das Auto hier komme ich auch nicht raufgesprungen. Tut mir leid, aber... Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Wieso kann ich jetzt hier nicht raufspringen? Also hier komme ich irgendwie... Tut mir leid, aber ich weiß nicht weiter. Wenn jetzt hier irgendwo ein Loch im Boden wäre... Okay, ja, gut. Ach, hier ist ein Gullideckel.
Auch nicht. Ja, tut mir leid, aber ich weiß nicht weiter. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Hier komme ich ja auch nicht durch. Also hier kann ich ja eben komischerweise noch nicht einmal auf diesen Stein hier oben raufspringen. Ach. Nö, tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ah! Ach so, über. Ach so, ich dachte, ich könnte jetzt hier die Bretterwand kaputt machen. Nee. Keine Ahnung, also tut mir leid, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie es jetzt hier weitergeht, wie. Weiß ich nicht. Hier vielleicht irgend. Ich höre da zwar mal Monster, aber ich sehe keine. Ja, tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung, tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung. Ich renne jetzt hier rum wie Falschgeld. Hier ist auch kein Loch im Boden. Ich verballer hier ein. Füllt er nach dem anderen für nichts und wieder nichts. Ne, also ich muss erstmal rausfinden, was ich jetzt machen muss. Ich habe keinen Plan. Tut mir leid. So, Leute, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie das jetzt hier läuft. Ich muss jetzt hier den ganzen Platz sicher bis zur Stärke ankommen. Nur, irgendwie kommen hier keine. Kommen hier keine Gegner an. Ich glaube, ich muss das Kapitel neu starten. Oh doch, jetzt kommen sie hier. Oh doch, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Oh. Oh!
Oh! Oh! Jetzt! Oh, was, wie viel sind das hier? Hallo? Leute! Stellung halten! Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Fuck. Oh. Oh, Artyom, grüß dir. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Ach, Kacke. Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. So, Moment mal. Ich muss das noch mal ganz kurz hier rumrennen und gucken, ob ich hier noch irgendwo Munition finde. Denn ansonsten, ich habe für meine Kalaschnikow da oder was das immer für eine Waffe auch da jetzt eben gerade war, habe ich keine Munition mehr, aber hier ist auch nichts. Gehen wir, Leute. Danilo, pass auf, wir gehen mit Artyom. So. Oh. Ich muss doch noch die Maske aufbehalten. Gut. Scheint ruhig zu sein. So. Das ist ein Schwarmvögel! Artyom, Danilo! Kommt schnell her! Versperrt diese Türen! Ich komme! Artyom! Wenn die Truppe abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Sie nicht lange abhalten. Auf einen Snack. Und zwar uns. Okay. Da ist. Muss ich erstmal gucken, ob es hier irgendetwas gibt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Alles klar, in die Richtung. Was sind das denn für Greifarme hier? Gitte.
So, jetzt muss ich in die Richtung, nur... Nee. Aber wie? Ja, nu. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung. Gut, Leute, jetzt macht mir mal die Tür hier auf, damit ich hier durchkomme. Hallo? Nicht weggehen, wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch. Haha, nur ein Scherz. Nun mach endlich. Etwas länger und diese Bestien hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Akio. Danke. So. Nun nicht hier lange rumdammeln. Ich habe nicht ewig Filterzeit. Komm und schau mal. Mit Gasmaske würden wir das eh nicht riechen. Leute, mach hinne, die Zeit läuft. Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Ja, Picknick am Wegesrand, das ist ja der Roman, auf dem das Spiel Stalker basiert. So. Ach ja, jetzt kommt die Scheiße da jetzt schon wieder. So, also ich weiß jetzt nicht, wie ich hier was aufmache. Hier ist nur das Loch, aber... Ach doch, hier. Kaputte Tür schießen. Ich Tür kaputt schießen. So, Leute. Hier. So.
So, Moment mal. Muss mal kurz hier wieder ein bisschen. Nee, daran liegt's auch nicht. Zurück kommst du jetzt auch nicht mehr. So. Ich habe jetzt keinen Plan, wo ich jetzt hier mal. Die Tür erstmal aufkriege. Keine Ahnung. Hier ist ein dicker Kronleuchter runtergeklatscht. Oh! Ah! Das muss in einem dummen Jahr gesagt werden, ne? Ja, nun latsch hier nicht rum, mach, komm, sieh zu. Ich hab hier nicht ewig Filter. Hört das jemand auf? Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Hör zu, Antion. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Dalila! Hinter dir! Dalila! Oh, Kacke, Mann. Wie geht's dir, Kumpel? Kamerad? Freund? Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Na super, ey. Jetzt bin ich mal wieder auf mich alleine gestellt. Ich habe mich schon so gefreut, eigentlich mal ein paar Kameraden dabei, dass ich nicht alleine hier mal alles machen muss. Aber nö. So, erstmal gucken, wo muss ich jetzt eigentlich hin. Warte mal, geht die Tür da vielleicht auf? Nein. Dieses Geräusch eben gerade.
Was ist das denn jetzt hier? Mann, ey. Ah ne, warum mache ich nicht eigentlich mal Licht an? Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ach du Scheiße. Ist das da so ein Bibliothekar? Aber egal, ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.